Willkommen in der HDI-Arena, willkommen bei 96. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz mit beiden Trainern, mit Christian Streich vom SC Freiburg und mit unserem Cheftrainer Michael Fronzek. Herr Streich, nach diesem Spieltag, nach dieser Begegnung soll das erste Wort dann Ihnen gehören. Bitte. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Hannover 96 für den Sieg und an den Michael Fronzek, dass er mit dieser Feuerwehraktion, wo er komme ich, die Klasse gehalten hat. Schlecht losgegangen. Mache Aufnahmefehler in der Mitte. Wir haben gewusst, immer wieder Flanke und dann macht hier Tageskopfballtor. Und dann haben wir gebraucht eine Zeit lang, wobei es war okay, wir hatten keine Torchance, aber Hannover auch nicht große, oder soweit ich es in Erinnerung habe. Zweite Halbzeit war gut, die Mannschaft war klar in der Halbzeit. Wir haben nicht ganz den letzten Tick, das ist ein bisschen das Spiegelbild für die Saison, dann die ganz große Torgefahr erzeugen können. Und dann hat Hannover, glaube ich, einen Kopfball, aber sonst war nichts. Wir haben sie eigentlich ordentlich bespielt und dann machen sie das Tor und habe leider zu spät können das 2-1 dann machen. Es ist leider auch in diesem Moment ein Spiegelbild von einer total groteske Saison, die ich so noch nie erlebt habe. Und jetzt müssen wir leider in die zweite Liga absteigen. Sehr traurig für uns, aber der Verein ist ein großer Verein. Ist ein kleiner, aber ein großer Verein in seinem Wesen. Und der Verein wird es überstehen und wir werden wieder zurückkommen und werden versuchen, so Fußball zu spielen, dass die Leute Freude haben in Freiburg. Dankeschön. Herr Streich, wir danken Ihnen. Michael, das Spiel aus deiner Sicht und selbstverständlich auch die Bitte um ein Kurzfazit der zurückliegenden 5 Wochen mit diesem erfreulichen Ergebnis. Ja, ich möchte mich heute mal kurz fassen. Bin sehr stolz auf das, was passiert ist in den 5 Wochen. Wenn man so ein Schlüsselerlebnis hat, dann war das Spiel sicherlich in Wolfsburg, wo wir auf dem Weg waren, wirklich eine richtige Klatsche zu kriegen, wo die Mannschaft sich wirklich an den eigenen Haaren aus diesem Sumpf befreit hat. Das war so der Turnaround, wo ich sage, das war entscheidend, weil wenn das Spiel in eine andere Richtung geht und du kriegst da 4 oder 5 Stück, dann wäre es sicherlich brutal geworden. Ich bin sehr stolz auf alle, die mitgearbeitet haben in meinem Trainerstab, der in ein paar Stunden zusammengestellt worden ist. Die Spieler haben von der ersten Sekunde an Gas gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass sie unbedingt wollten. Ich hatte aber auch das Gefühl, in der ganzen Stadt ist was entstanden. Ja, und es ist so, dass diese Stimmung, die heute da war, dass die Spieler sich das wirklich erarbeitet haben. Ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber, dass wir das geschafft haben. Ich denke, dass wir das auch ein Stück weit verdient haben. Muss aber sagen, dass ich auch ein Stück weit traurig bin über das, was mit Freiburg passiert ist, weil sie es eigentlich nicht verdient haben. Und ich gebe dem Christian absolut recht. Es ist ein toller Club, um den ich mir jetzt keine Sorgen mache, weil ich weiß, sie werden ihr Ding durchziehen und werden nächstes Jahr wieder angreifen und in 2 Jahren wieder in der ersten Liga sein. Hilft ihnen jetzt wenig, aber das sind so die Gedanken, die ich im Kopf habe. Und Christian, ich wünsche dir, deiner Mannschaft, allen Freiburger, wo ich mich 2 Jahre sehr wohl gefühlt habe, wirklich alles Gute. Danke. Wenn Sie Fragen an die beiden Trainer haben, bitte sehr. Ja, Stefan Hox von Radio 21 macht den Anfang. Herr Fronzek, Sie haben irgendwann mal gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir am letzten Spieltag hier sitzen und nach dem letzten Spiel auch darüber reden können, dass das gut gegangen ist, was wir uns alle gewünscht haben. Was hat so dieses Erfüllen dieser großen Mission mit Ihnen so innerlich gemacht? Auch wenn Sie eben gesagt haben, ich will mich ein bisschen zurückhalten, nicht so viel erzählen, aber können Sie uns ein bisschen was preisgeben? Und darf man die Frage stellen, Sie haben den Bart ja ein bisschen stehen lassen, war das so ein kleiner Glücksbart? Wird jetzt wieder gestutzt oder lassen aber, Sie wachsen? Aber Sie beobachten mich doch haargenau, jeden Tag sind Sie da. Sie wissen doch, dass ich den Bart immer habe. Ich rasiere mich einmal die Woche. Nein, das hat damit wirklich nichts zu tun, was das mit mir macht. Ich bin Teil der Mannschaft, so sehe ich mich. Ich denke, dass wir Trainer wichtiger Bestandteil einer Mannschaft sind.
Ich habe aber das Gefühl, dass der eine oder andere sich zu wichtig nimmt. Ich tue das nicht. Bin Teil einer Gruppe, die gut funktioniert hat in den letzten 5 Wochen. Und mir hat das großen Spaß gemacht. Ja? Und es war natürlich eine ungeheure Anspannung, das ist, brauche ich keinem zu sagen. Das geht dem Christian genauso. Und ist dann schön, wenn es funktioniert am langen Ende. Dort drüben ist die nächste Frage, ja. Herr Fronzek, Herr Kind hat ja gesagt, dass Sie der erste Ansprechpartner wären, wenn es um die Trainerfrage für die neue Saison geht. Würden Sie sich freuen, wenn er Sie anspricht und nachfragt? Ich glaube nicht, dass ich mich mehr freuen könnte als jetzt im Augenblick. Ja, und jetzt lassen wir mal alles sacken, lassen wir die Euphorie ein bisschen sacken. Und da werden wir sicherlich uns auf eine Tasse Kaffee treffen und die 5 Wochen besprechen. Frank Hellmann. Herr Streicher, eine Frage an Sie. Ich erinnere mich jetzt an den Trainerkongress in Mannheim vor dieser Saison, wo Sie mit Armin Fee und Thomas Schaaf waren. Da haben Sie gesagt, man muss in Deutschland aufpassen, dass Ausbildungsvereine und Nischenvereine wie Freiburg nicht von der Erstliga-Landkarte verschwinden. Jetzt ist genau das passiert. Ingolstadt steigt auf, Sie steigen ab. Was bedeutet das für Fußball Deutschland? Und ich würde auch gerne wissen, machen Sie weiter in Freiburg diesen Nischenclub und Ausbildungsclub? Man darf sich nicht so wichtig nehmen, finde ich. Es bildet ja alle aus. Es ist ja so, dass der Erfolg des deutschen Fußballs in den letzten 15 Jahren begründet liegt, weil gewisse Dinge erkannt wurden. Es ist interessant, dass Sie mir die Frage stellen, ob ich weitermache, weil alle Journalisten haben mir die Frage gestellt. Und das macht mir eigentlich mehr Sorgen, weil... Also, ich habe einen Vertrag bekommen als Trainer bei der ersten Mannschaft und in so einem Verein. Und ich finde es Wahnsinn, dass alle diese Frage stellen, weil da sieht man ein bisschen, wo wir sind. Jetzt, wie sollte ich jetzt hingehen, wenn ich das gesundheitlich schaffen kann und sagen, ich höre auf. Das ist unglaublich. Und da sieht man ein bisschen, wo wir sind, in was für einer Gesellschaft wir leben. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, unterschreibe ich den Vertrag, ob ich Erfolg habe oder auch mal keinen Erfolg. Und ich habe dem Verein so viel zu verdanken. Und es ist abstrus, dass alle Journalisten jetzt, mit denen ich gesprochen habe, es waren 8 ungefähr, alle 8 haben mich das gefragt. Das ist bezeichnet. Gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Ja, Andreas Willicke, Neue Presse. Wenn du jetzt noch nicht weiter gucken willst, vielleicht noch mal zum Spiel zurück. Warst du in jeder Sekunde informiert, wie es auf den anderen Plätzen stand? Ich habe nur in der Halbzeit gefragt. Das Spiel war sehr intensiv. Ich kann nicht sagen, dass wir heute die bessere Mannschaft waren. Ja, es war... sehr intensives Spiel und wir haben uns, ich meine, für beide in einer gewissen Konstellation hätte ja ein Punkt gereicht. Nun sind wir aber in Deutschland weit davon entfernt, auf Punkt spielen zu können. Ich kenne keine Mannschaft, das können die Italiener hervorragend. Und von daher waren wir so fokussiert auf unser Spiel, auf den Versuch, natürlich die 3 Punkte hier in Hannover zu behalten und es in der eigenen Hand zu halten. Und von daher habe ich dann nachher auch nicht mehr nachgefragt. Aber die Bank war natürlich informiert. Man musste sich auch nicht unbedingt wissen, dass alles gegen die beiden Clubs, die gerade spielen, läuft. Das musste ich nicht unbedingt erfahren. Gibt es noch weitere Fragen? Dann darf ich Sie zum Abschluss der Pressekonferenz darauf hinweisen, dass es für unsere Mannschaft keine weitere Trainingseinheit in Hannover geben wird. Die Mannschaft geht ab morgen in den Urlaub und unser Cheftrainer Michael Fronzek hat heute nach dem Spiel die Einladung zum Sport1-Doppelpass von Jörg von Torra angenommen und ist dort morgen zu Gast. Herr Streich, initiiert durch Ihre Zuversicht die besten Wünsche von Hannover 96 für Ihren Club für die kommenden Wochen und Monate. Von Herzen alles Gute für den SC Freiburg. Bedanke mich bei allen Sponsoren, Partnern, Fans und Freunden von Hannover 96 für die Treue, für die Unterstützung in dieser Saison. Wünsche Ihnen allen einen guten und sicheren Heimweg. Vielen Dank.